Warum macht kein Fahrzeug? Weil. Ach, da kommen wir welche. Sehr schön. Na, ist doch praktisch. So. Ne, das ist nicht umständlich hier. So. Uhuhuhu. Wie hat er denn geparkt? Dann kommen wir zu Yumi und zu Reggie. Schwestern, hier ist Freies Kyrat mit Rabbi Ray Runner. Es ist kein Geheimnis, dass Kyrat finanziell nicht gut dasteht. Aber wenn es nach Amita geht, geht's bald bergauf. Ich rede von Schulen, Krankenhäusern, Geld, um Ärzte und Lehrer zu bezahlen. Und wer weiß, vielleicht sogar für Schutzimpfungen. Klar, das wäre alles Drogengeld. Aber das ist okay. Und wisst ihr auch warum? Weil Drogen Spaß machen. Richtig gehört. Rabbi Ray Runner wiederholt nochmal. Drogen machen Spaß. Und wisst ihr, was mir an Drogen am besten gefällt? Sie funktionieren. Ja, genau. Haschisch und Bongs. Das funktioniert. Als Bongs? Dafür braucht man keinen Vertreter. So eine Nachricht verbreitet sich über Mundpropaganda. Scheiß auf Immobilien. Kluge Leute investieren in Opium. Menschen ruinieren ihr Leben für Drogen. Würden die ja nicht tun, wenn sie nicht überzeugt wären, dass es das wert ist. Und solange wir diesen Drogenboom haben, sag ich euch, mit Kyrat geht es bergauf. Nicht einschlafen, Leute, wir hören uns. Oh Mann, nee. Nicht vorbei, wa? Ich guck nicht mehr. So. Hm? Boah, das ist eine geile Aussicht. Der Himalaya oder mal der hier. Sie gehen nur gerade in Berge. Gut. Die Wäldchen sind echt schön, aber die ganze Zeit umherum hier, die Story ist eigentlich auch ganz cool. So, kommen wir hier hin? Hier kommen wir nicht. Kommen wir hier hin? Ja. Dann haben wir hier noch 50 hin. Erkennen Sie das Potenzial Ihres Geistes? So, das können wir ja schon. Ich lebe noch, ihr Schweine! Warte, mein Freund! Ich weiß von dem Donald Lübel, was er getan hat! Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde euch trotzdem gern töten! Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst. Ach, wir sitzen in diesem Scheißland fest, wie du, okay? Die haben unsere Pässe und zwingen uns, Leute zu verarschen! Wie dich! Und nach Indien können wir auch nicht zurück, nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe? Ja, Kühe. Oh, so viel Kühe. Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar? Echt jetzt? Ja, es war... Guck, wir dachten nur, wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Doch, natürlich, du hast doch gegen ihn gewettet. Ich habe nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Siehst du an. Und das teile ich natürlich gern mit dir. 60-40. 40-60? 30-70.
Na gut, nimm einfach alles. Hast es dir verdient, nachdem du mit wehender Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das war voll Gladiator. Ich würde sagen voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich ziehe hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir an. Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yugi. Tütchen? Raus. Klar. Gib uns eine Sekunde zum Packen. Ja, wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Aber zuerst... Was war hier drin? Einer von diesen Tankers? Ja, Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein, Kurzfassung. Angekommen in Kyrat. Frisch vom Boot sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauerszene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im geringsten. Es war ein netter alter Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuternirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist des alten Kyrat. Des alten Kyrat. Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kyrat? Leute, die Kurzfassung, ja? Gut, ja? Zurück zum Thema. Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist er jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kyrat verstreut. Doch, das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von hier. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Alter, die verarschen uns doch wieder, oder? Die verarschen uns doch wieder. Meine Güte. Und wir glauben den Scheiß auch noch. Ach, da ist das Ding. Gut. Gut, die nächste Festung. Ja, da will ich erstmal gucken, dass wir erstmal den Haupttypen beseitigen. Und uns dann auf die Festung losmachen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ey, komm. Alter, bist du bescheuert? Oh. Alter. Hallo. Eieiei. Ah.
denn mit dir los? Scheiß Viecher. Hi. Was ist denn da? So. Danke. Bitte. Ich danke dir tausendmal. Ja, kein Thema. Ein Adler! Ja. Namaste. Ja, ist ja in Ordnung. Was ist hier los? Hä? Was reparieren oder so? Oder ich kann was herstellen, wa? Geil. Sehr schön. Können wir den Kram jetzt auch schon wieder losgewohnen? Ein Auto wäre nicht schlecht. Wie weit ist denn das noch? Wie weit ist denn das eigentlich noch? Oh, ist ja... Geht ja. Warte mal, hier ist ein Pflänzchen. Pflänzchen sind immer gut. Was ist denn da? Gut. Ich will euch nicht stören. Gucken wir nur was. Tschüss. Da, wie fährst du? Aber ist das euer Auto hier? Bleib mir das mal. Schöne Blümchen hier drin. Hier ist euer König Pagandi. Leider habe ich wieder die Pflicht, euch traurige Nachrichten zu überbringen. Die unbeirrbare treue Nur hat uns verlassen. Sie hat uns mit den Veranstaltungen ihrer Arena viel Freude gebracht und ging ihrer Arbeit stets mit großer Entschlossenheit nach. Nur war einer meiner engsten Vertrauten und ich vermisse sie jetzt schon. Das erzählt er doch nur, der hat sie ja auch nur verarscht. Er hat sie doch auch nur verarscht. Naja, dann wollen wir uns mal überraschen lassen, was der uns erwartet. Ach du Scheiße. Ihr hört den Sender Freies Kyrat und hier ist euer Rabbi Ray Rana. Ein Freund hat mir erzählt, dass die Royal Army die Lager von Nomaden in ganz Kyrat angreift. Bevor er wieder zurückkommt, bin ich mal weg. Pagamin hat sich mal gemeldet und hat ein bisschen getrauert über jemanden, den er verarscht hat. Sehr merkwürdig. Hab so echt langsam das Gefühl, er hat ein bisschen Schiss. Naja, haben wir ja schon das halbe Land hier. Was ist denn jetzt los? Bandette. Das halbe Land hier schon mal. Aua. Yeah.
La la la. Was machen eigentlich diese Typen hier? Hey, was ist denn so? Hä? Mein Bolzen wir haben. Ist jetzt, wo muss ich hin? Hier sind ja überall Haken. Überall. Geh mal da oben. Ich geh mal da oben. Aber ich glaube, das muss ja schlecht werden, oder? Das ist ja auch von mir. Auch war von mir gut. Na, ist so super. Ist jetzt müsste jetzt darüber und die ganze Scheiße gerade ein Weg lang. Aua. Was ist das Ding? So. Trotzdem komme ich immer noch nicht darüber. Leck mich am Arsch. Willst du mich verarschen? So. Das scheint die Tür zu sein. Und jetzt racht ein. Hi. Irgendwie was. Sehr schön. Hier in den Land. Was ist das für schön? Ich
Was ist denn jetzt los? Was geht jetzt ab? Hä? मैंने नीचे घाटी में देखा और मुझे लगा कि मैं पहुंच गया हूं। बस मुझे कूदना था। Was soll ich machen? Springen? Naja, wenn er sagt. मैं जवान था, कृति राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था, कालीनाग। मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शैंग्रीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। Alter, mal ganz ehrlich. Ist ja das reinste Drogenspiel hier. यहाँ तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा, किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था, जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। बस Und wo müssen wir eigentlich hin? Was? Wo müssen wir? Müssen wir da hin? Ich hab keine Waffe, ich hab gar nichts. खराबा देखा था वो एक दूसरी दुनिया से था एक रक्षक एक भीम के जानवर के दांतों से अटका Nicht Uni machen, wa? जंगल में भयंकर लड़ाई हुई थी शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था लेकिन किससे Alter, was ist denn hier passiert? Wurde Pflänzchen oder Blätter, keine Ahnung. Blut. शैतानों ने शैंग्रीला पर आक्रमण किया इस धरती की नहीं साफ मन के नहीं कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शैंग्रीला को चुराना चाहती थी Aber muss ich ganz ehrlich sagen, schon geil. Sag mal, was ist denn das rote Gras hier? Finden wir hier noch irgendwas? Mal hier so ein bisschen stöbern.
Da gibt es doch auch so was, was auch ziemlich teuer ist. Ich komme jetzt aber nicht auf den Namen. Auch so ein Kraut, so als Gewürz wird das, glaube ich, benutzt. Ich komme aber nicht auf den Namen. शेर मौत के मुंह से लौट आया मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए was mit RB okay Wir gleich wiederkommen, wa? Was sind das für Typen? Hier hoch. Das ist jetzt mal eine ganz andere Spielweise. Finde ich cool. Finde ich echt cool. Schön, dass ich jetzt gerade so ein bisschen ruhig bin, aber irgendwie bin ich gerade so dermaßen fasziniert. Jetzt gerade so wie erstmal gucken, wie viele Leute hier gerade sind. मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों वहां पर वो इतने बड़े थे
Alter, was ist denn bitte? Puh. Komm. Au. Ja, such mich mal.